Hallo, hier bin ich wieder. Ihr seht schon, es ist ein ganz anderes Bild, als wenn ich immer Anfangsvideos mache. Ich habe jetzt umgeräumt. Ich stehe jetzt mit dem Schreibtisch in der Richtung, in der Position. Sonst stand ich immer rumgedreht. Und zwar so. So stand so der Schreibtisch. Und ich habe was gefunden auf dem ich habe ein Paket bekommen. Das ist das Paket. Oh. Da ist viel Zeug drin. Ich weiß nicht wie viel, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr viel. Und dann werde ich erstmal dazu verbringen, das Paket aufzuschlitzen. Mehr oder weniger. Einfach mal einen Schlitzschrauben ziehen. Und ziehen hier schön rein. Alter Falter, ist das viel Zeug. Na, jetzt bin ich auch mal gespannt, du. Alter Falter, da ist viel Zeug drin. Fangen wir erstmal mit dem kleinen Raffel an. Werkzeug. Wir haben hier zwei große Schraubenziehere. Perfekt. Dann kann man richtig schön Sachen rein und dann raushebeln. Die kommen gleich in die Werkzeugkiste von den anderen. Heute ohne Dialog. Ach Gottchen. Das, was diese Bemerkung gerade getriggert hat, hole ich als letztes raus. Rohrzange. Rohrzange ist gut, Rohrzange kann ich immer mal gebrauchen. Schere. Endlich eine neue. Die alte schneidet nicht mehr richtig. Irgendwie so ein kleiner Bit. Schraubenzieher, Kreuz. Zwei Zangen, einmal die Knipex. Nein. Einen Schraubenzieher. Noch eine. Ich habe nämlich schon einen. Prima, jetzt kann ich mehrere Xboxen auf einmal zerlegen. Wenn einer komplett abbricht, habe ich noch einen. Und schon Schraubenzieher. Und eine schöne Box. Die Box behalte ich auch. Was haben wir hier noch? Eine Federmappe. Ich habe doch schon eine. Mal gucken. Da ist ein kleiner Motor drin, Kondensatoren. Nein, Quatsch, das habe ich jetzt gerade dazu geschmuggelt. Das ist natürlich meine Federmappe. Das ist ja meine eigene. Jetzt wollte ich euch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ah, noch so ein schöner Kasten, wie ich den habe. Und ganz, ganz viel Kram drin. Mal gucken, was da alles drin ist. Ah, Funk-Endstörkondensator. Oh, geil. Eine Spule mit ziemlich vielen Wicklungen. So, hier Gefremse. Ah, schön, ein Display. Was ist das? Ach, das ist so ein Temperaturfühler bestimmt, wird das sein. Warte mal, das kann ich ganz leicht herausfinden. Wo ist denn hier der Magnetus? Das finde ich nicht. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich so ein Temperaturfühler, so ein kleiner. Und ganz, ganz viele Schrauben. Prima. Noch eine. Jetzt habe ich gleich zwei. Wenn die eine voll ist, habe ich noch eine. Nee, warte mal, da habe ich eine andere Idee. Da kann ich vielleicht auch mal Kabel oder sowas reinziehen. Leider schon kaputt. Aber die behalte ich mal. Ich weiß ja nie. Jetzt mal hoch, das Ding. So, was haben wir hier noch? Stifte. Filzstifte. Und ein Feinliner.
einer schönen gelben Box. Ja. Ich sage ja zu den Filzstiften. Ui! Ein, Haribo-Konfekt-Karton mit... Ach du Gottes Willen. Schalter? Ja, Funkenstörkondensator. Oh, geil! Oh yeah, das liebe ich. Bin mir die Leute. Ein Lautsprecher. Noch einmal. Motor. Eins. Hört sich auch noch gut an. Mit so einem schönen BNC. Prima. Mal. Ach, hier ist der Magnet. Bin ich gewundert. Nö, hier ist ein Magnet. Jetzt können wir nämlich ganz leicht herausfinden, ob das wirklich ein Temperaturfehler war. Wenn das innen ist, dann wird das hier jetzt magnetisch. Und es ist ein... Gut, Magnet. Neodym-Magnet. Bing. Ja, ich sage ja. Das ist ein Neodym-Magnet. Und jetzt kommt das, was... Ach, hey, ich zeig's gleich. Achtung. Oh Mann, der Typ hat doch eine Macke. Kinos. Guckt euch das mal an. Eine Digital Sound System Compact Displayer. Tada! Prima Stück. Ich glaube eher, das wird kein Teron, sondern eher, mal sehen, ich merke mal probieren, ob es noch funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wird es kein Teron, sondern da werde ich mal sehen, ob ich das reparieren kann, weil es wäre eigentlich cool. Weil da könnte ich mir solche Zwischenmusik immer drauflegen und könnte dann abspielen. Das wäre eigentlich cool, muss ich sagen. Mit zwei Funklautsprechern. Geil. Und jetzt ist nichts mehr drin im Karton. Der Karton eignet sich übrigens gut, um die Musikanlage zu verstauen. Wahrscheinlich auch mit dem Input, mit einem neuen Stecker, weil so sieht doch kein Anlagenstecker aus. Naja. Außer wenn das quasi reinschraubt. Du kommst da rein. Genauso wie ihr zwei Kollegen. So. Und die packe ich erstmal weg. Da kommt. Ich passe. Er passt nicht. Naja. Dann kommt er eben hier hin. So, braunsche Röhre. So. Mein Gott, was für ein Haufen Geraffel. Brauchbares Geraffel. Sehr, sehr brauchbares Geraffel eben. Und damit kann ich noch viel anfangen. Hoffentlich. Ja, und dann. Tschüssing.